Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie am Beispiel des Dellinux Descent 1510 den Netzwerkdateispeicher für Ihr Zuhause oder für Ihr kleines Büro verbinden und konfigurieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie verlorene Daten von einer Festplatte eines solchen Netzwerkdateispeichers wiederherstellen können. Unabhängig davon, wie viel Speicher für die Speicherung auf Ihrem PC verfügbar ist, benötigen Sie immer mehr Speicher. Das Problem der Dateispeicherung ist immer relevant, zum Beispiel wenn Sie mit Videoverarbeitung, Fotos oder anderen Arbeiten beschäftigt sind, die viel Datenspeicher erfordern. Oder wenn Sie einen Netzwerkspeicher für ein kleines Büro erstellen müssen. Die Lösung kann ein NAS oder SAN sein, je nach Ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. Bevor Sie sich für eine Auswahl entscheiden, müssen Sie herausfinden, was der Unterschied zwischen diesen beiden Systemen ist, um ein eigenes Verständnis der Funktionsweise dieser beiden Systeme zu erhalten. Network Achieved Storage. Ein Network ist ein Gerät oder Server mit einem an ein Netzwerk angeschlossenen Reiterei. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten können von allen Mitgliedern dieses Netzwerks gemeinsam genutzt werden. Es unterscheidet sich von der herkömmlichen direkt angeschlossenen Speicherung dadurch, dass das Betriebssystem und andere Software in einem NAS ausschließlich für die Datenspeicherung konzipiert ist. Storage Array Network, eine Architekturlösung zum Anschluss externen Speichergeräte an Server, sodass das Betriebssystem die angeschlossenen Netzlaufwerke als lokal erkennt. SAN ist ein Netzwerk, das dazu dient, Hardware und Software mit Servern zu verbinden. Es kann Informationen von einem Speichergerät auf ein anderes verschieben und auch Informationen zwischen verschiedenen Servern ausgetauschen, was die Wiederherstellung und Sicherung von Informationen beschleunigt. SAN verwendet den Zugriff auf Daten auf Blockebene. Sein primäres EA-Protokoll ist Smart Computer System Interface. Ein solcher Speicher wird dem Computer als sein eigener präsentiert. ICCC ist ein Netzwerkprotokoll für die Arbeit mit Speichersystemen. Es ermöglicht Ihnen, mit verschiedenen Speichersystemen zu interagieren. Ein solches Datenspeichersystem kann auf fast jedem Betriebssystem organisiert werden, da es auf einer logischen Ebene aufgebaut ist und keine speziellen Speichergeräte, Festplatte, Festplattenkopplungen benötigt. Diese Funktion ist in den meisten Betriebssystemen aktiviert und kann einfach aktiviert werden. Windows ist keine Ausnahme, wo ICCI-Komponente zusätzliche Systemkomponenten sind. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Systemen? Mit einfachen Worten, SAN ist ein Netzlaufwerk, bei dem Daten blockweise ausgetauscht werden, genau wie bei lokalen Laufwerken. NAS ist ein Netzwerkdateisystem, eine gemeinsame genutzte Ressource. Es handelt sich um einen Dateiserver, auf dem über ein Heimnetzwerk
zugegriffen werden kann. SAN ist ein Blockgerät, das über das Netzwerk bereitgestellt wird. Und NAS ist ein Dateisystem, das über das Netzwerk bereitgestellt wird. Welche Speicherstruktur sollten Sie wählen, NAS oder SAN? Die Antwort auf diese Fragen hängt von den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Benutzers ab, da die beiden Konfigurationen unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben. NAS ist Dateizugriff und Informationen austauscht für Anwendungen auf heterogenen Serverplattformen im lokalen Netzwerk. SAN ist eine hochleistungsfähige Blockzugriff-Datenbank mit Speicherkonsolidierung, die ihre zuverlässig und effizient garantiert. Schauen wir uns nun an, wie dieser Speicher konfiguriert werden kann. Wie bereits zu Beginn des Videos erwähnt, zeige ich Ihnen, wie Sie einen DLinks-DSN 1110 basierten Speicher aufbauen und konfigurieren. Zuerst bauen wir unseren Speicher zusammen, befestigen die Festplatten an den Ablagen und bauen sie nacheinander auf Sitzplatzblocks ein. Tatsächlich ist dies die gesamte Versammlung. Dann müssen wir es einschalten und das Netz anschließen. Um den SAN-Speicher zu konfigurieren, müssen Sie ihn über ein Netzwerkkabel mit einem Netzwerk oder direkt mit einem PC verbinden. Stecken Sie dazu ein Ende des Netzwerkkabels in den Managementboard des Speichers und das andere in den LAN-Anschluss des Routers. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie es ein. Wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem PC herstellen, benötigen Sie ein Crossover-Netzwerkkabel. Bei einer solchen Verbindung ist das zweite Ende des Kabels nicht mit dem Router verbunden, sondern mit dem LAN-Port des PCs. Wir schalten das System ein und warten, bis die Bereitschaftsdiode auf der Vorderseite des Gehäuses aufleuchtet, was bedeutet, dass der Server geladen ist. Um den Speicher zum ersten Mal einzurichten, öffnen Sie einen Browser auf einem Computer, der an das Netzwerk oder direkt an das Gerät angeschlossen ist, und geben Sie dann die Adressleiste für die Adresse des Netzwerkspeichers ein, die in der Anleitung oder Dokumentation des Geräts ausgeführt ist. Das beginnt der Webassistent mit der Suche danach. Nach dem Herunterladen gehen wir zur Konfiguration über. Wir akzeptieren die Lizenzvereinbarung und legen das Administratorpasswort fest. Geben Sie die IP-Adresse, die Maske, Hardcopy und das Gateway ein, falls Sie diese ändern müssen, und dann weiter. Sie müssen nun die Datensport-Einstellungen für die IC-Verbindung eingeben. Oder Sie können sie später angeben und auf die Schaltfläche überspringen klicken. An der nächsten Registerkarte können Sie E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren und konfigurieren. Sobald die Anwendung konfiguriert ist, senden Sie Benachrichtigungen über Speicherstatus, Fehler und Ausfälle. Überprüfen Sie die Einstellungen und wenn sie korrekt sind, klicken Sie auf Finish. Und wenn Sie etwas ändern müssen, gehen Sie zurück zum vorherigen Fenster und nehmen Sie Korrekturen vor. Damit ist die anfängliche Einrichtung abgeschlossen. Im nächsten Fenster werden Sie aufgefordert, Java herunterzuladen und zu installieren. Sie ist für die Steckstorage-Anwendungen erforderlich, mit deren Hilfe der Speicher veraltet wird. Um es zu installieren, benötigen Sie eine Internetverbindung. Klicken Sie einfach auf diesen Link und installieren Sie das erforderliche Paket. Wenn Sie bereits Java und Ihren PC installiert haben, klicken Sie auf den Link unten, um die Anwendung XStack Storage herunterzuladen.
Um diese auszuführen, müssen Sie die Anwendung zu den Ausnahmen hinzufügen, da Java sie blockieren kann. Öffnen Sie das Startmenü, finden Sie hier die Java-Konfiguration, gehen Sie auf die Registerkarte Sicherheit und fügen Sie die Adresse hinzu. Bestätigen Sie, dass Sie mit dem Start der Anwendung einverstanden sind, indem Sie das entsprechende Kätzchen markieren und den Java-Zugriff in der Firewall zulassen. Starten Sie dann die Anwendung XStack Storage. Um auf die Speicherinformationen und Einstellungen zuzugreifen, geben Sie Ihre Registerungsdaten, Ihren Namen und Ihr Passwort ein. Es wird dann eine Verbindung zum Speicher hergestellt. Jetzt müssen Sie ein Laufwerk erstellen und den Netzwerkzugriff darauf einrichten. Öffnen Sie Assistent für Volumenerstellung. Hier müssen Sie einen Volumennamen angeben und eine weitere Einstellung wählen. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der besten Speicherorganisation benötigen, setzen Sie ein Häkchen neben den ersten Punkt. Und wenn Sie bereits genau wissen, was Sie brauchen, wählen Sie den zweiten Punkt aus und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie den Typ des RAID-Arrays an. Wenn Sie bestimmte Laufwerke markieren müssen, wählen Sie die zweite Option hier und wählen Sie aus der Liste aus. Geben Sie die Größe des zukünftigen Volumens an, wählen Sie schließlich den geeigneten ICCSI-Netzwerkzugriff-Typ aus. Für alle Initiatoren aus der folgenden Liste, mit Ausnahme derer aus dieser Liste, die keinen Zugang bieten, weiter und fertig. Das Volumen wurde erfolgreich erstellt. Wenn Sie bei der anfänglichen Konfiguration keine Netzwerkadresse für die Kommunikation angegeben haben, fügen Sie diese jetzt hinzu. Öffnen Sie dazu die Netzwerkeinstellungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste aus den Ethernet-Anschluss und wählen Sie Portal erstellen. Geben Sie IP-Adresse, Maske und Gateway an OK. Im Folgenden können Sie Administratorrechte für dieses Portal aktivieren oder deaktivieren. An diesem Punkt ist die grundlegende Einrichtung des Speichers beendet. Es bleibt noch, ihn an den Computer anzuschließen. Im weiteren Verlauf werde ich auch die Menüpunkte der XStack-Anwendung eingeben. Um eine Verbindung zum Speicher einzurichten, stecken Sie das Ende des Netzwerkkabels in den Dataport-Steckplatz. Suchen Sie auf einem Windows-Computer in der Suchleiste nach dem ICC-Organisator. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal ausführen, werden Sie vom Betriebssystem aufgefordert, den entsprechenden Dienst zu aktivieren, der beim Systemstart automatisch ausgeführt und das Laufwerk angeschossen wird. Hier müssen Sie den Pfad zum ICCs Netzwerklaufwerk angeben. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Blatt und geben Sie die Serveradresse in dieses Feld ein. Die Porte, die Sie für den Datenaustausch konfiguriert haben, klicken Sie dann im folgenden Fenster auf Schnelle Verbindung, wählen Sie die gewünschte Laufwerke aus und klicken Sie auf Verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich war, müssen Sie als nächstes das Laufwerk initialisieren und ihm einen Buchstaben zuweisen. Sie können dies im Menü Computerverwaltung oder Datenträgerverwaltung tun.
Start, Systemsteuerung, System und Sicherheit, Verwaltung, Computerverwaltung. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü Datenträgerverwaltung. Sobald die Initialisierung angeschlossen ist, steht das Laufwerk als lokaler physischer Datenträger zur Verfügung. Es ist jedoch noch nicht im Explorer sichtbar. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie neues einfaches Volumen erstellen. Weiter geben Sie den Buchstaben das Dateisystem weiter und fertigstellen an. Das Laufwerk sollte jetzt im Explorer erscheinen. Sie können es benutzen und Sie müssen lediglich Informationen hochladen. Auf diese Weise kann der ICT-Organisator das Netzlaufwerk mit jedem Computer im Netzwerk verbinden. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das Anwendungsmenü von XStack Storage. Eine genauere Beschreibung finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gerät. In der Registerkarte-Datei können Sie eine neue Verbindung hinzufügen und eine bereits erstellte löschen, beenden, die automatische Anmeldung einrichten und die Anwendung schließen. In der Registerkarte-Einsicht Volumeneinstellungen öffnen, gibt es Zugriffseinstellungen für Organisatoren. Sie können das Volumen scannen, löschen, erweitern und neu konfigurieren. Im Maschinit Systemadministrator sind die Serververwaltungsfunktionen verfügbar. Neustart, Herunterfahren und Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen können Sie einen Benutzer hinzufügen oder das Administratorpasswort ändern. Und in der Netzwerkkonfiguration können Sie einen weiteren Port hinzufügen und konfigurieren oder einen vorhandenen löschen, eine Portgruppe für Netzentlassung erstellen und die Geschwindigkeit zu erhöhen und so weiter. Die Registerkarte-Werkzeuge verfügt über eine Zeitumstellung, einen Assistenten zum Erstellen eines Volumens und die Möglichkeit, den Verlauf der Ereignisse zu speichern. Darüber hinaus gibt es Registerkarten mit detaillierten Informationen über den Laufwerkstatus, Einstellungen und so weiter. Beim Konfigurieren und Verwalten des Speichers können Sie versehentlich wichtige Informationen löschen, Ihr Laufwerk formatieren oder neu erstellen und Daten verlieren. Wenn dies passiert, machen Sie sich keine Sorgen. Mit unserem Dienstprogramm Hetman Partition Recovery können Sie verlorene Daten wiederherstellen. Hetman Partition Recovery macht es einfach, verlorene Daten von solchen Laufwerken wiederherzustellen. Das Dienstprogramm scannt das Netzlaufwerk, findet die verlorenen Daten und Sie können sie leicht wiederherstellen. Um die verlorenen Informationen wiederherzustellen, geben Sie wie folgt vor. Schritt 1. Laden Sie Hetman Partition Recovery herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Wie Sie sehen können, hat das Programm diesen Laufwerktyp leicht erkannt. Schritt 2. Klicken Sie im Laufwerkmanager mit dem rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zunächst einen Schnellscan durchzuführen. Das wird wenige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Schnellscan die gelöschten Daten nicht findet, führen Sie einen Vollscan durch. Schritt 3.
Schritt 3. Der Datenrettungsassistent scannt sofort das ausgewählte Laufwerkvolumen und zeigt die Scan-Ergebnisse auf der rechten Seite des Fensters an. Schritt 4. Sobald der Scan abgeschlossen ist, brauchen Sie nur noch die gelöschten Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, zu markieren und auf die Schaltfläche Wiederherstellen zu klicken. Geben Sie einen Ort zum Speichern Ihrer Daten und klicken Sie auf Speichern. Das Programm ermöglicht es Ihnen auch, ein Speicherabbild zu erstellen und Daten aus dem Speicherabbild wiederherzustellen, was die Chancen erhöht, die verlorenen Informationen wiederherzustellen. Da mehrere Scans des Laufwerks die Daten möglicherweise auslöschen. Sie können dieses Wiederherstellungsdienstprogramm auch in den folgenden Fällen verwenden. Zur Wiederherstellung von Dateien, die durch Löschen, Formatieren, Step-Absturz, Virenangriff und andere Datenverlustsituationen verloren gegangen sind. Sie können dieses Dienstprogramm auch verwenden, um Daten von internen und externen Festplatten, USB- und CD-Karten, Kameras und anderes Speichergeräten wiederherzustellen. Sie können dieses Dienstprogramm auch verwenden, um verlorene Fotos, Videos, Musik und andere Dateitypen wiederherzustellen. Jetzt wissen Sie, wie Sie Ihr NAS erstellen und sich vor dem Verlust wichtiger Daten schützen können. Und was zu tun ist, wenn Sie es immer noch nicht sicher aufbewahren können. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.